wir 7 Ausgaben schon gehabt haben. Wir waren meistens irgendwo in München in irgendwelche Wirtschaften und haben die Shows abgezogen. Manche Wirtschaften haben anschließend dann zugesperrt, warum wissen wir nicht. Auf jeden Fall war es immer lustig. Also wir haben im Laufe der Zeit gegen so unbekannte Künstler wie Kiss angespielt. Die haben auch ein paar Besucher gehabt, damals bei Rock Avaria. Wir haben mit dem René, damals haben wir gegen Helene Fischer angesungen. Ja? Die Frau war am Ende, das sage ich. Also wir haben fast Full House gehabt und bei der Frau Fischer war es, ja, gut, das hast du eigentlich keine Karten mehr gekriegt und so, ne? Aber so ist, ne? Ja, und jetzt haben wir ein paar Monate Pause machen müssen und jetzt sind wir wieder da. Und es freut mich jetzt erst einmal, dass so viele von euch gekommen sind. Und deswegen stelle ich jetzt erst einmal das Team für heute abends vor, damit jeder weiß, wer schuld ist, wer für was zuständig ist, bei wem ihr euch beschweren könnt, wenn irgendwas nicht passt und so weiter. Da haben wir als erstes die Frau da hinten an der Abendkasse, die war jetzt gerade da fotografiert oder sonst was. Das ist die Doris, die ist zuständig fürs Kassieren. Der ältere Herr, wo vor ihr sitzt, das ist der Klausi, der ist eigentlich. Klausi ist immer der, der dann beim Tragen hilft zum Schluss. Meistens tragt er die schweren Sachen, dass ich mich nicht so anstrengen muss oder so. Ne? Der Knabe mit den langen Ohren daneben, das ist der Emil. Der Emil ist heute ein Spezi von mir. Der hat damals mit mir jahrelang beim Siemens gearbeitet. Wir haben die Kollegen mal generisch gemacht und haben irgendwie Rockmusik gehört. So Santiago und Guns N' Roses. Und er ist mehr auf Trash abgefahren. So Kombos wie Slayer und Anthrax und dergleichen. Ne? Inzwischen hat er sich eines Besseren besonnen und hört Motorhead und Black Sabbath. An der Technik, die technische rechte Hand, genau ist jetzt da, stimmt sogar mit der rechten Hand, die Steffi. Und dann, ganz wichtig, meine zwei Damen, die wollen wir heute da akustisch ein bisschen unter die Ärmel greifen, weil technisch mache ich natürlich auch irgendwas. Und für die, die vorher schon da gewesen sind, die haben vielleicht mitgekriegt, dass einiges nicht nur daneben gegangen ist, sondern überhaupt nicht funktioniert hat. Das war die Story, was ich vorhin kurz erwähnt habe, mit dem Stecker, der wo irgendwie nicht da drin war, wo er hätte hinein sollen. Und das hat also Ergebnisse geliefert. Wahnsinn. Also ich sag's euch, wenn man statt einen Stecker nicht in die Monitorbuchse tut, sondern in die Augsbuchse, Max, du hast nichts gehört, ja, das hat Resultate, das ist der Wahnsinn. Ja. Also ich habe wirklich bis heute nicht gewusst, was das bewirkt. Ja, aber wir haben es hingekriegt. Und jetzt die zwei Damen, die heute abends mit moderieren. Zum einen Waltraud Borchmann. Zum anderen Birgit Hufnagel. Ja, sie kommt selber rauf. Mir ist vor 5 Tagen der Grabstein auf den Fuß gefallen, und zwar der Grabstein von Aschenputtel. Also ich spiele nämlich am Münchner Theater für Kinder. Und da habe ich eine Szene, da muss ich im Dunkeln von der einen Seite zur anderen schnell gehen bei einem Umbau. Und normalerweise, ich weiß auch ungefähr, wo die den Grabstein dann hinstellen, aber da war dann ein Techniker. Wie macht man das denn jetzt? Ich mach das mal vor, warte mal. Praktisch die kostenlose Zugabe, ne? Ja. Normalerweise gehen die dann so mit dem Grabstein rein und ich gehe da vorbei. Und da an dem Tag, da hatten sie irgendwie den so getragen, ich habe das nicht gesehen, und unten war da eben so eine olle viereckige Holzplatte, und die habe ich genau ins Bein gekriegt. Und das hat sehr weh getan. Super, heute noch. Ja. Künstlerpech nennt man sowas. Und deshalb bin ich dankbar, wenn der Norbert mir hochhilft. Aber irgendwie schaffe ich es vielleicht nachher auch noch alleine. Waltraud. Ich helfe dir nicht nur hoch, ich helfe dir wieder runter, wenn es drauf ankommt. Ja? Ja. Ja. Birgit. Ja, hallo. Also die Waltraud werde ich dir nachher noch live sehen. Die ist der zweite, wo dran ist. Ist was? Ja, ich habe das Problem, ich habe Kreislauf.
Ich auch nicht. Na so, jetzt willst du die an Norberts Schulter wärmen, oder? Ja, warum nicht? Jetzt bin ich total rausgekommen. Ah ja, ich muss dir mal vorstellen, ja, logisch. Also die Waltraud ist jetzt die Nummer 2, was dann heute auftritt. Ihr seht also da noch irgendeinen Aschenputtel-Trip oder was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Ja. Die Birgit tritt auch auf, und zwar als Dritte, ja. Ja, die ist da so, ich sage jetzt mal nichts, weil das werdet ihr dann schon merken, was ich mache. Auf jeden Fall, ich gebe euch jetzt einmal irgendwie das Mikrofon, am besten dir. Ja, und jetzt? Und sie wird jetzt sagen, dass der Nächste der René Völkel ist. Fotografiert. Der René Völkel, der ist aus Ebersberg und ich bin aus Egelharting. Und wir sind dann zum